Die Professoren sagen, wir generieren viele Milliarden neues, frisches Geld, eingespartes Geld, volkswirtschaftliche Gewinne sozusagen und tun davon einen hohen Prozentsatz rüber in die Klimaziele, sodass wir in den nächsten 7 Jahren 900 Milliarden fürs Klima abstellen können. Das würde bedeuten Kohlestopp 26 und vieles andere mehr, denn da Kohlestopp 26 wird etwa 400 Milliarden kosten, schätzungsweise, und dann bleiben noch 500 Milliarden. Genau. Ja, wäre durchaus wünschenswert. Ja. Genau. Und jetzt aber, woher kommt das Geld? Denn das Geld, das ist ja das Problem, dass alle sagen, wir würden ja gerne beim Klima was tun, aber bezahlen wollen wir es nicht oder können wir es nicht oder ja, wollen wir niemanden zumuten und so weiter. Also die Geldfrage ist ja eigentlich die Schlüsselfrage. Ja, ich stelle mir immer die Frage, warum, also ob das nicht viel mehr Geld kostet, wenn man das viel länger aussitzt. Ja, nur das Problem ist, dass diese Schwelle, sich das klarzumachen, ob diese Rechnung aufzustellen, ist ja eine Langfristrechnung. Und Menschen sind nicht sehr gut in Langfristrechnungen, sondern die Menschen sind meistens, und Politiker sind sehr kurzsichtig orientiert. Ja. Langfristmäßig, ja. Ja, wahlperiodenmäßig. Genau. Und deswegen jetzt mal, woher machen wir neues Geld? Es ist auf jeden Fall leichter, wenn wir neues Geld generieren. Ja. Da habe ich gerade keine Antwort drauf. Und deswegen die Professoren. Jetzt, ich mache mal nur ein Beispiel. Sie sagen, sie haben fertig in 51 Jahren 20 Reformen. Ich mache mal nur eine von 20, die Gesundheitsreform. 70 Milliarden jedes Jahr, davon 60 Milliarden jedes Jahr fürs Klima, nur durch eine einzige Reform. Der Präsident des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, der Arzt Christian Zimmermann, sagt, durch eine halbwegs vernünftige Gesundheitsreform können wir allein in diesem Sektor 70 Milliarden jedes Jahr plus machen. Und damit kann man was anfangen. Und jetzt aber wie? Und technisch, stellen Sie sich doch vor, da vorne wäre meine Hausarztpraxis, in Zukunft meines Hausarztes oder meiner Hausärztin. Die würde erstmal entlastet von dem per Federstrich von den ganzen bürokratischen Sachen. Dadurch hat sie 50% Arbeitszeit frei. Und was macht sie in der Arbeitszeit? Sie bietet mir spaßmachende, kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Sie macht so ein Healthy Lifestyle Club oder Health Lifestyle Club for Health oder wie auch immer man das nennt auf. Und ich gehe da gerne hin und sie lädt vielleicht sogar Comedians ein, die so Comedian-Shows zum Thema Gesundheit machen. Und dann gehen die Leute hin und irgendwie werden sie infiziert von dem Gedanken gesünderen Lebens. Dadurch sparen wir jedes Jahr 70 Milliarden ein, volkswirtschaftlich, und tun die mathematisch sozusagen, müssen die Pharmaindustrie entschädigen, weil wir werden damit mit diesen Transformationen, wird es auch Verlierer da geben, die müssen wir entschädigen, damit sie sich nicht als Verlierer fühlen, ja, und blockieren, sondern wir müssen sozusagen, ich rechne, sagen wir mal, 55 Milliarden davon können wir rüber tun ins Klima jedes Jahr. Und davon haben wir 20 Reformen. Was sagen Sie von dem Grundansatz dieser präventionsfördernden, gesundheitsfördernden, krankheitsverhindernden Ansatzes der Umstellung? Eigentlich, manche nennen es eine revolutionäre Reform, weil sie das ganze System umdreht. Was halten Sie grundsätzlich davon erst einmal so ganz beim Neuen kennenlernen? Ja, grundsätzlich denke ich, das ist das Wichtigste im Moment, ist irgendwie die CO2-Ziele zu erreichen und so schnell wie möglich CO2-neutral zu werden oder sogar CO2-negativ also zu werden. Und alles, was dafür spricht, wäre in meinem Sinne. Ja. Und die Professoren sagen halt, es gibt leider keinen schnelleren Weg. Haben Sie das Interview von Katja Kipping von der Linken gestern, das Sommerinterview, gehört zufällig? Gerade nicht, nee. Nee, aber ich kann es Ihnen ja sagen. Sie sagt, solange die CDU bei irgendeiner Regierung doch dabei ist, wird es zu keiner, weil die mit aller Kraft, sie erlebt das ja im Bundestag und mit den Kollegen Gesprächen, mit aller Kraft alles blockieren, was in diese Richtung geht, weil sie eben immer sagen, wir haben das Geld nicht und wir wissen nicht woher und wir wollen unsere letzten Wähler nicht verlieren, indem wir jetzt sozusagen denen große finanzielle Belastungen auferlegen, denn jede Umstellung kostet ein paar Cent. Ne? Und da ist dieser Ansatz, dass die Professoren sagen, wir generieren neues Geld, und dann wird Frau Merkel sagen, okay, wenn da neues Geld ist, davon 90% fürs Klima zu verwenden, damit kann ich leben. Vielleicht.
Ja, denn das neue Geld, es ist ja, handelt sich ja um Reformen, die quasi die Regierung kostenlos kriegt, weil die Professoren, die ehemalige Bundesministerin, kostenlos sich in die Ministerien setzen werden und das erarbeiten werden für Reformen, auf die die Politiker, die ja darauf nie gekommen wären, auf solche Reformen, die sie also quasi, ist für die Politiker ist es neues Geld, dass sie nicht selbst erzeugt haben, sondern die Professoren erzeugen, kostenlos, ja, als Berater. Und darauf haben die Politiker auch keinen Anspruch und können das nicht in andere Kanäle. Also Frau Merkel müsste das natürlich der Greta Thunberg in die Hand versprechen, dass es wirklich in die Klimaziele geht. Ja, was ich mich halt immer frage, ist, ob wenn die Politiker schon, die hatten so viele Möglichkeiten, auf Wissenschaftler zu hören, und sie haben es tatsächlich die letzten 30 Jahre lang ziemlich genau ignoriert. Und, ist auch so. Ist ja, natürlich. Die Frage, was ich mich frage, ist, ob wir nicht mal einen grundlegenden Politikwechsel brauchen, der sich ja vielleicht auch ankündigt, wenn wir die aktuellen Umfragen also angucken, dann ist es ja durchaus so, dass da plötzlich andere Spieler stark werden. Wobei ich da direkt dazu sagen kann, zu Ihrem Vorschlag des Politikwechsels. Ich habe natürlich auch miterlebt, Grüne und SPD-Regierung, ja, und habe gesehen, dass es keinen Politikwechsel gab, weil nämlich sozusagen Politik, wir sind uns einig. Wenn ich bin herangegangen mit unserer ehemaligen Bundesministerin und habe quasi das Büro von Merkel angesprochen. Ich habe mit Hunderten von Assistenten von Politikern gesprochen, aller Parteien außer der AfD, mit allen anderen Parteien gesprochen, teilweise fantastische Gespräche geführt. Aber Politik bewegt sich nicht. Es scheint so ein Grundgesetz in der Politik zu geben. Mach erst mal lieber gar nichts, reagier auf nichts, weil dann fährst du immer am allerbesten und hast auch nicht so viel Arbeit und so viel Stress. Und das läuft tatsächlich, auch obwohl mich bei den Grünen haben mich zwei Leute angerufen, haben mit mir 3 Stunden telefoniert und waren begeistert davon und sagten dann aber, dann riefen mich später an und sagten, sie kriegen es in der Partei nicht durch, weil man sich nicht bewegt. Nichts, ja. Man macht, also Politik können wir vergessen. Also ich meine, man muss jetzt nicht einverstanden sein, aber mit Macrons Politik, allerdings kann man auch sehen, dass er jetzt in den letzten 2 Jahren durchaus viel geschafft hat an Bewegung. Und ich glaube, dass durchaus so ein Geist auch in Deutschland möglich wäre, zumindest für Veränderungen. Ob man das jetzt gut findet, was er macht oder nicht, also sozialstaatmäßig ist das vielleicht auch ganz schön übel zum Teil, aber... Viele überlegen ja, ob wir jetzt eine rot-rot-grüne Regierung kriegen können. Ja, das wäre für mich wünschenswert. Ja, genau. Aber auch dann stellt sich immer noch für die rot-rot-grüne Regierung die Frage, ist es nicht besser? Zum Beispiel, ich darf Ihnen sagen, diese Gesundheitsreform, die ich gerade skizziert habe, wurde so ähnlich nachvollzogen von der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung und deren Fachkommission Gesundheitspolitik. Also wir wären da eigentlich mit den Grünen auf einer Wellenlänge. Einer unserer Professoren ist extrem beliebt bei vielen Grünen, ja, das ist der Professor Manfred Mertens, ja, und so weiter. Also eigentlich wäre da eine Schnittstelle, aber wie gesagt, die Erfahrung ist, Politiker und irgendwas tun sind 2 Dinge. Also deswegen so unsere Formel lautet, ich sage Ihnen, unsere Strategie, die sich nicht so stark um die Politiker kümmert, sondern zwar einen Deal mit Frau Merkel macht, aber ich sage Ihnen mal die Strategie. Zukünftigen Bundeskanzler oder Herr Habeck, ja, zum Beispiel, oder Frau Baerbock, ja. Ja, wünschenswert, ja. Aber jetzt stellen Sie sich vor, hier sehe Sie jetzt gerade Greta Thunberg. Und hier stände Frau Merkel und die ganzen Journalisten um uns rum, ja, und so weiter. Und wir würden jetzt sagen, und jetzt Greta würde sagen, also ich verstehe, I don't understand exactly, also ich verstehe ja nicht hundertprozentig, was diese Professoren vorschlagen, aber das klingt nicht schlecht. Mehr Gesundheit für Deutschland, dabei Gelder einsparen und diese eingesparten Gelder zweckgebunden fürs Klima überwiegend zu verwenden. Frau Merkel, wenn Sie mir das in die Hand versprechen, dann können wir doch in der ganzen Welt über dieses Thema sprechen, dass wir so einen Kompromiss schließen. Revolutionäre Reformen statt Revolution. Und dass wir da so einen Kompromiss kriegen, denn wir wollen ja die 2 Jahre, die Sie noch an der Regierung sind, nicht verlieren, bis dann Herr Habeck oder Frau Baerbock an die Regierung kommen. Und dann würde es vor der Kamera zu einem Handschlag kommen. Also ich als Frau Merkel habe kein Problem, euch zuzusichern, dass wenn ich alle entschädigt habe und alle mitgenommen habe bei dieser Transformation und die dann bei übrig bleibenden vielleicht 90% der Gelder, garantiere ich euch und verspreche euch die Ausschläge.
ausschließlich für Klimaziele zu verwenden, für die Entschädigung der Kohlekraftwerke und so weiter. Das ist das Lösungsmodell der zweiten Scientists for Future. Wie finden Sie das insgesamt? Ja, wünschenswert. Ja, eindeutig. Also wenn das klappen sollte, wäre das doch ein riesengroßer Fortschritt. Und deswegen kann ich Sie nur abschließend bitten, sich dafür überall einzusetzen, darüber zu diskutieren. Ich sage Ihnen gleich nachher noch die E-Mail, die Internetadresse da und so weiter. Ja, werde ich machen.